Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Berlin wird subtropisch, was vielleicht auch irgendwann politische Folgen haben wird. Da seien wir gespannt. Ich freue mich zuallererst zu meiner Rechten Raoul Selig willkommen zu heißen, dessen jüngste Publikation Nach dem Kapitalismus, Perspektiven der Emanzipation oder das Projekt Kommunismus anders denken, wir heute vorstellen. Ich freue mich auch weiter rechts zu Wolfgang Engler und Gregor Gysi begrüßen zu dürfen. Wolfgang Engler, geboren 1952 in Dresden, ist sicherlich vielen von Ihnen ein guter Bekannter. Er ist Soziologe und Rektor der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Er publizierte, wie Sie sicherlich wissen, zahlreiche Studien über Lebensformen in Ost und West, kritische Analysen über die Moderne, und sowie den Wandel des Politischen und der Öffentlichkeit in den industriellen Massengesellschaften. Seine jüngste Publikation ist Die Lüge als Prinzip Aufrichtigkeit im Kapitalismus. Gregor Gysi bedarf sicherlich auch keiner Vorstellung. Für die ganz Jungen unter Ihnen, die vielleicht denen das nochmal in Erinnerung gebracht werden muss, Gregor Gysi, heute Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, hatte die einmalige historische Chance, das historische Privileg, einen sehr schwierigen Übergang zu organisieren. Und um die Organisation von Übergängen in Transformationsprozessen soll es heute auch gehen. Sie wissen, dass er damals am Schlüsseltag des Umbruchs am 4. November 1989 eine Modifizierung des Wahlrechts und der Verfassung einforderte, des Verfassungsgerichts. Seine späteren politischen Stationen brauche ich nicht aufzuführen, aber nochmal in Erinnerung gebracht, selten geschieht es einem, dass man einen solchen Übergang gestalten kann. Ja, gerne. Es ist so besser. Ich habe wahrscheinlich die Entfernung. So, geht es jetzt? Ja. Raoul Selig. Jahrgang 1968 in München geboren, ist Politikwissenschaftler, Journalist, Schriftsteller, Literat, Essayist. Es ist immer schwierig, solche vielförmigen, vielgestaltigen Biografien in kurze Worte zu fassen. Zunächst hat er sich als Romanautor hervorgetan. Für seine Berliner Verhältnisse war er für den Deutschen Buchpreis nominiert. Es folgte 2007 der sehr lesenswerte Roman Der bewaffnete Freund über den baskischen Konflikt. Parallel zu seiner Tätigkeit als Publizist promovierte er mit einer Studie über kolumbianische Paramilitärs als Fadelbeispiel informalisierter Unsicherheit. Er ist Sozialwissenschaftler mit einem Schwerpunkt Lateinamerikanistik. Und heute ist er Professor für Politik an der Universidad Nacional de Colombia in Medellin. Er unterrichtet auch seit 2005 regelmäßig in Berlin. 2010 veröffentlichte er ein Gesprächsbuch mit dem marxistischen Politikökonomen Elmar Altvater über die Chancen nichtkapitalistischer Gesellschaften und das Scheitern des Staatssozialismus. Der Essayband, um den es heute Abend gehen wird, verbindet also die analytischen und auch die stilistischen Begabungen Raoul Seligs aufs Beste. Es ist ein sehr lesenswertes, sehr leicht zu lesendes Theoriebuch. Nun, in Ihrem Buch gehen Sie ja nicht nur Geschichte der letzten 20 Jahre mit dem antineoliberalen Aufbruch in Lateinamerika durch, sondern nehmen auch eine Kritik des Staatssozialismus vor und untersuchen auch unterschiedliche theoretische Ansätze der letzten Zeit, was die Möglichkeit eines emanzipatorischen Prozesses betrifft. Mich würde interessieren, warum die lateinamerikanische Erfahrung für Sie eine solch zentrale Rolle spielt. Nun ist es ja so, dass für viele europäische Linke Chávez oder Morales
große Helden und große Hoffnungsträger sind. Sie untersuchen aber diese Erfahrung in allen ihren Ambivalenzen und betonen immer wieder die Ambivalenz und die Unübersichtlichkeit und das Diffuse als eine Stärke und nicht als eine Schwäche. Warum hat Sie diese lateinamerikanische Erfahrung so geprägt oder so bewegt in Ihrer politischen Entwicklung? Das hat natürlich auch viel mit biografischen Erfahrungen zu tun. Also ich habe mich politisiert in den frühen 80er Jahren noch als junger Schüler im Zusammenhang mit Mittelamerika, Lateinamerika, Solidaritätskomitees, der Putsch in Chile, die Revolution in Nicaragua, das waren Themen. Und natürlich war das auch für mich sehr interessant und sehr wichtig auch zu sehen, dass diese Idealisierung der sandinistischen Revolution dann umgeschlagen ist bei sehr vielen Anhängern und Verteidigern Nicaraguas in eine sehr antirevolutionäre oder antipolitische Haltung auch oft. Also insofern habe ich sozusagen schon sehr früh registriert, dass es darum geht, nicht unbedingt Regierungsperspektiven oder Führungsperspektiven einzunehmen, sondern soziale Prozesse auf ihren emanzipatorischen Gehalt zu überprüfen. Und dann ist in Nicaragua einiges geblieben, vieles eben aber auch nicht. Aber wenn man die Gestalt Ortega oder die Führungsgruppe der Sandinisten sich anguckt, dann ist das natürlich alles eine große Katastrophe gewesen. Und ich würde in Frage stellen, ob man bei der sandinistischen Regierung heute überhaupt von der Linksregierung reden kann. Da sind nämlich tatsächlich wirklich handfeste, reaktionäre Elemente in dem Diskurs und auch in der politischen Praxis von Ortega. Diese Gefahr, finde ich, darf eine Linke nicht wiederholen. Das andere ist natürlich gewesen, ich war in Venezuela auch seit den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre immer wieder und dann auch mehrmals ein bisschen länger. Und 2003, unmittelbar nach dem Putsch, war ich da und habe eben festgestellt, dass diese Linksparteien eigentlich keine Rolle spielen. Das ist interessant, weil der natürlich, es gab eine massive Bewegung zur Verteidigung von Chavez und ich finde auch, dass es eine wichtige Figur ist. Also meine Skepsis bedeutet nicht, dass ich den nicht sofort wählen würde und ich würde den auch in Venezuela natürlich den auch politisch unterstützen. Aber ich finde, es geht eben auch darum, eigenständige Positionen zu formulieren, die sich eine Skepsis gegenüber den Regierungsapparaten oder den Staatsapparaten auch bewahrt. Eben weil der Staat, wie ich sagen würde, eben eine Verdichtung ist von Herrschaftsbeziehungen. Und das gilt natürlich auch für einen Staat, der links regiert wird. Der ändert ja nicht dadurch seinen Charakter, dass er jetzt eine Regierung hat, die sich teilweise als links definiert. Das ist ja nicht einmal wahrscheinlich auch nicht alle. Vielleicht einen Satz, den ich noch sagen würde. Ich glaube, das ist aber nicht nur auf Lateinamerika bezogen. Also ich bin der Ansicht, dass das, was in den Städten der Iberischen Halbinsel in den letzten Wochen geschehen ist, ganz große Parallelen aufweist zu den Prozessen in Lateinamerika. Nämlich einerseits sind das Revolten gegen Austeritätspolitik, also gegen eine IWF-Politik. In Lateinamerika hat sich das sehr stark in meinem Internationalen Währungsfonds festgemacht. Heute spielt in Spanien der Internationale Währungsfonds noch nicht so eine große Rolle, aber man merkt ja schon, dass der in Südeuropa jetzt so eine merkwürdige Renaissance hat, nachdem die Argentinier endlich mit dem IWF gebrochen hatte, hat er jetzt eine zweite Jugend, einen zweiten Frühling erlebt, der IWF in Südeuropa. Und das ist also nicht nur eine ökonomische Revolte, sondern es ist eben auch eine Bewegung gegen die Repräsentation, gegen die politische Repräsentation. Einer der wichtigsten Elemente bei dieser Bewegung Democracia Real ja in Madrid und Barcelona und anderen Städten Spaniens ist, dass die Leute nicht vertreten werden wollen und auch nicht von Organisationen der Linken. Es ist also auch eine Krise der Gewerkschaften, es ist eine Krise der Izquierda Unida. Und eines, natürlich dürfen die Leute als Individuen mitmachen und spielen dann auch eine wichtige Rolle. Aber es sind trotzdem Bewegungen, die das in Frage stellen, was gemeinhin als das Politische gilt. Das finde ich auch einen wichtigen Ansatz. Ich sage jetzt nicht, dass ich Parteien der Linken das für falsch halte, dass man da Kraft rein investiert, aber ich sage, dass diese Revolten der letzten 20 Jahren und auch der Demokratisierungsbewegung der 20 Jahren aus Krisen der Repräsentation hervorgegangen sind. Das ist sehr interessant und das ist auch sehr ermutigend, weil in Spanien, das darf man auch nicht vergessen, in der Krise, in der größten politischen Krise der Linken entsteht diese Bewegung. Die Leute, die ich in Madrid kenne, haben im April noch gesagt, sowas wäre absolut undenkbar in Spanien, wie das, was wir in Griechenland erleben. Und keine drei Wochen später, sie sind fassungslos. Woher kommen diese Leute? Woher kommt der Wille, politisch zu diskutieren? Woher kommt diese Rätestruktur? Wieso ist das plötzlich da? Das kann sich keiner richtig erklären. Das ist, finde ich, sehr ermutigend für Leute, die etwas anderes wollen. Nun sind schon sehr viele
Konfliktzonen und Diskussionspunkte angesprochen worden. Ich würde Sie, bevor wir in die Diskussion gehen, noch um eine kurze Erläuterung bitten. Es gibt einen Begriff, der vielen von Ihnen sicher vertraut ist, aber der heute schon ein paar Mal gefallen ist, nämlich der Begriff des Rhizoms. Rhizom ist eigentlich ein Wurzelgebilde. Und ich hätte Sie, bevor wir mit Wolfgang Engler und Gregor Giese ins Gespräch kommen, noch mal kurz gefragt haben, warum ist dieses Bild, diese Metapher des Wurzelgebildes, des Rhizoms, als Sinnbild für diese Verknüpfung unterschiedlicher Akteure in der Konstituierung dieser kollektiven Subjekte so wichtig? Also, das ist vielleicht ein Begriff, der uns heute viel vertrauter ist als damals, als er erfunden oder als er damals vorgeschlagen wurde. Deleuze und Guattari schreiben das Buch Rhizom, glaube ich, 1976. Heute ist uns durch das Internet allen bekannt, dass sich Dinge netzwerkartig verknüpfen können und dass eine Produktivität gerade auch darin bestehen kann, dass sich Dinge netzwerkartig verknüpfen. Also dass Dinge aus nicht sich aus klaren genealogischen Linien ableiten lassen. Ja, also das klassische Bild der Geschichtsschreibung und auch der Geschichtsschreibung des Marxismus besteht eben auf, aber auch überhaupt die Vorstellung der Wissenschaften besteht eigentlich auf dem Baum. Ne? Also der Stammbaum ist so das Sinnbild davon, dass Dinge lassen sich ableiten von früheren Dingen. Ja? Das Rhizom ist eben als Wurzelgewächs ein Begriff dafür, dass Dinge überschlagen können, dass Dinge auch unabhängig, zwei Entwicklungslinien, die völlig voneinander getrennt sind, können Querverstrebungen ausbilden, bilden Verdichtungen. Ja? Die These von Deleuze Guattari ist ja nicht aufs Politische beschränkt. Die sagen, das stimmt auch für die Evolution. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass eine Tierart unbedingt aus der anderen entsteht, sondern Dinge können auch überspringen. Geninformationen können auf andere Arten überspringen. Ob das jetzt biologisch richtig ist, oder ist halt dahingestellt, aber auf jeden Fall für soziale Prozesse ist es, glaube ich, richtig. Dinge können überspringen. Wir stellen heute zum Beispiel, sehr überrascht finde ich, fest, dass sich in der Open-Source-Bewegung, in einem Kontext, der eigentlich nicht politisch war, ne? Also Softwareentwickler, da gab es einige Leute, die politisch gedacht haben, haben sich Formen, ökonomische Formen, Arbeitsformen herausgebildet, die nach gängiger volkswirtschaftlicher Theorie eigentlich unmöglich sind. Ja, normalerweise sagt man ja, man braucht eine Eigenmotivation haben, sonst macht man nichts, sonst investiert man nichts. Oder die Gemeingüter, da kümmert sich keiner drum. Das Interessante an der Open Source, also an Linux oder Wikipedia ist, da tragen alle Leute was zu bei, einfach am Wunsch, zu kooperieren mit anderen. Und was auch sehr interessant ist, wohnt ein Planungsprozess inne, der eigentlich spontan ist. Das dürfte es jetzt, es gibt ja auch eine Ökonomie des Staatssozialismus, also das ist ja eigentlich auch undenkbar. Ne? Also nach dieser anderen Denktradition, dass Planungsprozesse spontan ablaufen können, horizontal sich Leute einfach koordinieren können. Das heißt also, wäre da der Gedanke des Übersprungs? Ne? Dass in politische Diskurse in so einer Software-Szene irgendwie eingesickert sind durch einzelne Personen, anderen Leuten hat es eingeleuchtet, alle Leute finden ja Kooperation auch was ganz Gutes und sie haben eigentlich Formen geschaffen, die ja kommunistisches Potenzial besitzen. Ja, sie kommt ohne Planungszentrale aus und trotzdem ohne Gegenleistung, es gibt keinen Äquivalententausch, das sind ja alle wichtige Gedanken einer kommunistischen Ökonomie, wären ja das. Also hier, finde ich, sieht man, Dinge können überspringen, Dinge können in anderen Kontexten produktiv werden. Gerade weil sie sozusagen aus dem Gehegten des Politischen ausbrechen, können sie in einem anderen Kontext dann plötzlich Prozesse in Gang setzen. Und das scheint mir am Begriff des Rhizoms sehr interessant zu sein. Und ich denke eben auch, dass man die Widerstandsbewegungen oder die Bewegungen in Lateinamerika, die Antirepräsentationsbewegungen in Lateinamerika mit dem Begriff ganz gut fassen kann. Sicherlich gibt es auch andere Begriffe, mit denen man das erklären kann, aber das Auffällige war ja, man sieht da keinen richtigen politischen Akteur und trotzdem sind diese Prozesse in Gang gesetzt worden. Deswegen glaube ich, ist es ein produktiver Begriff, aber nicht, um hier eine neue Metatheorie zu installieren, die den Marxismus gänzlich substituieren will, sondern einfach um theoretisch schielen zu lernen, auf die Prozesse unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Vielen Dank. Wolfgang Engler, Gregor Giese. Anders als in Lateinamerika äußern sich zumindest in nördlichen Europa Repräsentationskrisen, vor allem in Form von abnehmender Wahlbeteiligung, abnehmender Wählerbindung und erstarkender populistischer, oftmals fremdenfeindlicher Parteien.
Wie erklären Sie sich eigentlich, dass die Finanzkrise, die unwürdigen Debatten um Hartz IV, die ganze Heuchelei zu Fukushima nicht zu sichtbaren Brüchen geführt haben? Oder gibt es die Brüche, die wir nicht sehen? Wir gehen der Reihenfolge nach. Bitte, Herr Engler. Okay. Zunächst, obwohl das ja das, was Kreuz Selig vorgetragen hat, in einem anderen Teil der Welt spielt, ist das, glaube ich, jedem, der alt genug war, um die Ereignisse von 1989, 90 mitzuerleben, ein höchst vertrautes Phänomen. Also Prozesse der gesellschaftlichen Selbstorganisation vor dem Hintergrund einer kollektiven Lebensform, einer politischen Ordnung, die so nicht mehr weiterging, die ihre Unterstützung verloren hatte. Und in dieser kurzen historischen Lücke, die entstand, die ja nicht sehr viele Monate währte, wie man weiß, haben viele dieser Phänomene, die sozusagen gar nicht über die Gewerkschaften liefen, nicht über das etablierte Parteiensystem liefen, nicht über die öffentlichen Medien liefen, das kam dann alles erst hinterher und hat versucht, Anschluss zu finden. Das, finde ich, ist in Situationen einer tiefgreifenden sozialen und politischen Krise, und das war keine Krise, die auf Verelendung hinzielte. Das wahrscheinlich nächstliegende, was soll man weiter tun, als die Sache selber in die Hand zu nehmen, mit sich und anderen was zu organisieren, wir hoffen, dass ein paar mitmachen. Und dann vernetzt sich was, dann verbindet sich was und dann kann etwas in Gang kommen, in der Erschütterung scheinbar sehr zementierter Herrschaftsverhältnisse, was man genau wie er es vorgetragen hat, noch vor 3-4 Wochen vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Wird sozusagen selbst überrollt, überrascht von den Ereignissen und dann hängt es in der Tat von den konkreten Bedingungen ab, wie lange sich so etwas aufrechterhalten lässt. Und mindestens genauso wichtig, inwiefern solche, nehmen wir das mal als sozusagen Form der horizontalen Vergesellschaftung oder Vergemeinschaftung, in ihrem alternativen und mobilisierenden Potenzial eine Chance zu dauern haben, wenn es dem System gelingt, wieder Stabilisatoren einzuziehen. Dafür ist, finde ich, der ostdeutsche oder überhaupt der mitteleuropäische Prozess ja auch ein ganz gutes Lehrbeispiel. Der Kapitalismus war ja nicht antwortlos. Oder das Kapitalismus, das wäre noch ein eigener Punkt, was ist das eigentlich, wenn man das konkret bestimmen will. Aber es gab eine Antwort darauf und die Antwort hatte durchaus zur Folge, dass es wieder, ja, dass sich das erstens ausdifferenziert und zwar nach dem Maß dessen, was da sozusagen die Vorgabe des westlichen Systems, politisch, ökonomisch, rechtlich, bildungsmäßig etc. war und es dann sozusagen zurückflutete. Jetzt ist Ihre Frage, warum passiert seither nichts? Es gibt genug Zäsuren. Und die Finanz- und Wirtschaftskrise, die eine globale war, hat, wenn wir jetzt nur auf Deutschland bezogen denken würden, würden wir vielleicht einen schiefen Blick bekommen. Wenn wir Europa als Ganzes in den Blick nehmen, dann könnte man ja auch, oder müsste man an Spanien denken, an Portugal denken, an Griechenland denken. Und wer weiß, vielleicht in den nächsten paar Wochen, Monaten auch an Deutschland. Das kann man nicht ausschließen. Wie gesagt, mit dieser 89er Erfahrung wird man sehr vorsichtig sein, sozusagen in der Abmeldung von historischen Bewegungen, die man aktuell nicht für möglich hält. Und Europa im Ganzen gesehen, finde ich, ist, als wäre es übergeschwappt, sozusagen vom Maghreb und von Nordafrika, doch ziemlich in Bewegung gekommen. Und ob die kerneuropäischen Länder da ewig so ruhig bleiben, wie sie jetzt sind, würde ich mir wirklich nicht zutrauen zu sagen. Also warten wir es mal ab. Und was war das, eins der Kernwörter des letzten Jahres, Wutbürger, auch ein bisschen gehässig gemeint, aber wir haben doch hier und da, die müssen ja immer nicht alle gefallen, die Bewegungen, die da passieren. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Bürgerbewegung in Hamburg gegen die Schulreform gefallen hat. Das kann ich mir möglicherweise auch nicht aussuchen. Die Bewegung in Stuttgart hat mir besser gefallen. Und ich könnte noch 3-4 andere sozusagen noch im kleineren Rahmen abspielende Bewegungen nennen, die alle überhaupt nicht über Repräsentation zu denken sind, die alle gegen sozusagen in Anführungszeichen das Establishment in Gang gekommen waren, teilweise gegen Vorgaben, die der Staat gemacht, die Stadt gemacht in Hamburg oder ein Großprojekt, wo man nicht integriert war. Oder nehmen wir kleinere Sachen wie in Berlin, wo man gegen Flugrouten demonstriert und nicht aufhört zu demonstrieren und demonstriert und irgendwie eine Wirkung erzielt. Und hier und da scheint sich dann auch was miteinander zu verbinden. Und die Frage ist, wie gesagt, die nach der Dauer, nach der Tiefe, nach dem Effekt. Und wenn ihr das Buch von Rolf Selig, dann höre ich erst mal wieder auf, richtig gelesen habe, dann versucht er schon, Sozialemanzipationsprozesse oder Widerstandslinien gewissermaßen diesseits der Staatlichkeit zu denken, ohne aber dieses Territorium aufzugeben. Und das, finde ich, ist erstmal ein interessanter Blick auf die Sache, weil wenn man nur das eine betrachten würde, landet man, glaube ich, vergleichsweise leicht sozusagen in Gemeinschaftsidealisierung. Und nichts ist grauenvoller,
sozusagen, wenn man dem Staat in der Gesellschaft zu entkommen versucht, in den Fängen von Gemeinschaften zu landen, aus denen man sich nicht wieder entziehen kann. Diese Kombination gehört, glaube ich, zur Emanzipation unbedingt dazu. Ich möchte auch für mich sein können, ich möchte mit Leuten nichts zu tun haben, möchte sozusagen mein Privatfisch schwimmen lassen, mich an Scheiß um die Politik kümmern, dann steige ich wieder ein. Und das erlaubt mir sozusagen dieser Switch von Gemeinschaftsformen hin zur Gesellschaft, hin zu anonymen Lebensformen, hin zu unverbindlichen Lebensformen und dann wieder zurück. Und das, dafür hat das Buch, glaube ich, einen Blick. Man würde es, glaube ich, falsch lesen und ungerecht beurteilen, wenn man sagt, es endet vielleicht ein bisschen sehr gemeinschaftsheroisch am Ende. Was endet am Ende, klar. Dann kommt irgendwie sechsmal die Gemeinschaftlichkeit. Das finde ich auch das total reizend. Natürlich mögen wir Kooperationen. Natürlich sind wir auch gerne selbstlos. Natürlich genießt man Gemeinschaft und Geselligkeitsformen, auch um ihrer selbst willen, nicht des Effekts wegen. Natürlich richtet sich nicht alles nach Nutzenkalkülen. So ist der Mensch nicht gebaut. Und das wäre eine, glaube ich, eine große Naivität zu glauben, dass, und auch ein viel zu großer Kniefall vor diesem Kapitalismus, wenn man annehmen wollte, dass wir unterdessen so ins Mark von ihm erfasst sind, dass wir Altruismus nicht mehr denken können oder nicht sozusagen auf Effekt und Nützlichkeit orientierte Lebensformen, Gemeinschaftsformen nicht mehr denken können. Das ist ja alles gar nicht der Fall. Wenn das der Fall wäre, könnten wir aufhören zu diskutieren, dann hätte er nämlich gewonnen. Ja, Herr Gysi, es würde mich jetzt interessieren, wie Sie die... Bitte sehr. Es würde also ich glaube... Also. Ja. Wenn wir alle, vielleicht doch noch mal bitten, dass alle... Herr Gysi hat noch nicht gesprochen und ich verspreche mir viel davon, dass alle ein bisschen langsamer und zu kurz sprechen und nicht untereinander Dinge erklären. Das kann man nicht, da muss ich so starr in diesen Raum sprechen und da hat sie überhaupt keine Lust. Langsamer kann ich sprechen, das kann ich Ihnen zusagen. Also wir kriegen hier lauter emanzipatorische Hinweise, das ist doch schon mal gut. Ich glaube, dass man immer sehen muss, dass bestimmte Bedingungen gegeben sein müssen, damit eine bestimmte Emanzipation überhaupt Realität werden kann. In der DDR war es ja so, weiß ich nicht, war ich noch zu jung, aber vielleicht gab es ja 1953 so eine Art Emanzipationsbewegung, die dann auch mit sowjetischen Panzern beendet wurde und dann war Schluss damit. Dass plötzlich 1989 eine ganz andere Bewegung mit dem neuen Forum etc. entstand, genau nicht mit den etablierten Organisationsstrukturen, hing doch auch damit zusammen, dass sich plötzlich das Verhältnis zwischen der DDR und der Sowjetunion gedreht hatte. Während die SED früher immer proklamierte, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen und alles machte, was aus Moskau kam, sagte sie plötzlich, wir müssen uns nicht mehr nach Moskau richten. Und ich hatte einen Mandanten, der hatte an seiner Antenne angebracht den Spruch, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, und bekam eine Ordnungsstrafe, natürlich nur, weil man an Antennen nichts anbringen durfte. So lief das Ganze ab. Das heißt, es entstand in der DDR-Bevölkerung doch das Bewusstsein, die Dinge könne man verändern, weil man Moskau nicht mehr gegen sich hat. Das war doch ein ganz wichtiger Faktor. Und der dann Mut machte und bei immer mehr Menschen dazu führte, dass sie halt emanzipatorische Bestrebungen an den Tag legten. Zurück zu Lateinamerika. Die Versuche in Nicaragua wurden bekämpft. In Chile gab es einen Putsch mit Unterstützung des amerikanischen Geheimdienstes. Und es gab ja keine Kraft, das zu verhindern. Bei Kuba haben sie zu spät reagiert und dann stand Kuba schon unter Schutz der Sowjetunion und dann wurde daraus so eine Art Kompromissentwicklung mit Embargo etc. etc. Das Besondere in Lateinamerika war doch, dass die Leute plötzlich merkten, mit dem Untergang der Sowjetunion, mit dem Untergang des Kalten Krieges, haben die USA auch nicht mehr die Möglichkeit, so ohne weiteres militärisch sich Lateinamerika so zu ordnen, wie sie sich das früher geordnet haben. Und daraus wiederum, also ich will nur darauf hinweisen, es muss immer solche Bedingungen geben, damit etwas funktioniert. Andere Bedingungen sind ja gescheitert, weil sie eben auf eine Art Gegenwehr stießen, die man nicht, sage ich mal, der man nicht erfolgreich begegnen konnte. In Europa ist die Situation natürlich zum Teil anders als in Lateinamerika, das ist ja klar, darüber will ich jetzt auch gar nicht weiter philosophieren. Die Aufgabe von linken Parteien und Organisationen ist doch auch nicht, Emanzipation zu ersetzen, sondern Argumente zu liefern in einer Zeit, in der es relativ wenig Emanzipation gibt. Und wenn wir uns das, und erstens Deutschlands, unsere Geschichte sieht nun mal so aus, dass wir selten gelungene Revolutionen hatten, wenn ich mich recht entsinne. Wir sind keine Französinnen und Franzosen, die haben so einen anderen Widerstandsgeist. Aber wie dem auch sei, trotzdem halte ich zum Beispiel die Bewegung gegen S21
für beachtlich, weil es ja auch eine zum Teil bürgerliche Bewegung ist. Und die Frage ist, und da gibt es ja auch wieder nicht so einen Organisator, nicht mal die Grünen, die sind hinterhergekommen. Oder als wir die Montagsdemos im Osten hatten gegen Hartz IV. Ich garantiere Ihnen, es gab keine Organisation, die zunächst dahinter stand. Es war ein Mann in Magdeburg, den habe ich kennengelernt, der hat einen Zettel gemacht, dann hat er den 1000-mal hergestellt und 1000 Zettel verteilt und dann kamen 10.000 Leute. So, du kannst an einem anderen Tag kannst du auch 10.000 Zettel verteilen und es kommt keiner. Das heißt, was immer so schwer zu erforschen ist, was ist es plötzlich, was die Menschen in Bewegung bringt? Und ich glaube, das hängt oft natürlich auch mit dem Zeitgeist zusammen. Deshalb ist das Ringen um den Zeitgeist zum Beispiel eine ganz entscheidende Frage. Aber es hängt auch immer mit bestimmten Bedingungen zusammen. Und bei S21, wenn ich es vereinfacht ausdrücke, ist doch Folgendes. Der Bundestag beschließt innerhalb einer Woche zur Rettung seiner Banken 480 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Der ganze Bundeshaushalt im Jahr beträgt nur etwas über 300 Milliarden. Ein paar Monate später beschließen sie 160 Milliarden zur Rettung des Euro. Dann kommen noch mal 110 Milliarden mit einem entsprechenden Anteil wegen Griechenland. Ich sag jetzt mal gar nichts dazu, was dahinter steckt und so weiter. Und dann machen die Leute die Erfahrung, dass sie beantragen, doch endlich mal die Toilette in der Schule zu reparieren und dann wird ihnen mitgeteilt, es gibt kein Geld. Und dann sagen die sich, irgendwas stimmt hier nicht im Verhältnis. Und dann, das ist interessant, entsteht eine emanzipatorische Bewegung. Das heißt, letztlich haben die Herrschenden wieder indirekt, nicht, dass sie das wollten, einen Startschuss dafür gegeben, dass plötzlich eben die Schwaben sagen, so geht's nicht weiter. Punkt um. Und dann gehen sie auf die Straße und organisieren einen Widerstand. Und da ist immer das Entscheidende, wie lange. Du kannst, wie das so unsere Gewerkschaften machen, einmal im Herbst eine Protestkundgebung machen und triffst dich nächstes Jahr wieder, dann nehmen die das nicht besonders ernst. Oder du merkst plötzlich, das findet jede Woche statt. Und es werden nicht von Woche zu Woche weniger, sondern von Woche zu Woche mehr. Und jetzt haben sie zunächst zumindest eine eigenständige Macht entwickelt. Ich bitte Sie, ein Vermittler zwischen einer Landesregierung und einer Demonstrationsbewegung hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Ganz egal, was dabei rausgekommen ist. Einfach schon so eine Institution. Das finde ich alles sehr spannend. Es ist immer schwer, sowas zu prognostizieren. Es ist auch immer schwer zu sagen, wann entsteht es und mit welcher Kraft. Nur das Problem ist, oft lässt die Kraft nach. Und dann ist immer die Frage, was passiert dann? Weil dann natürlich auch wieder der Druck nachlässt, der aus der emanzipatorischen Bewegung heraus entsteht. Zum Beispiel die Montagsdemos hörten eben auf. Punkt. Dann war Hartz IV gegossen. Erstmal. Hätte auch anders sein können. Sie wären immer stärker geworden, bis sie gesagt haben, es geht nicht mehr. Und auch so eine Regierung bei uns oder so ein Parlament ist durchaus abhängig vom Zeitgeist und natürlich von Bewegungen, die sie ernst nehmen. Bestimmte nehmen sie ernst, andere nehmen sie nicht ernst, weil sie auf die eingestellt sind. So, jetzt höre ich gleich auf und sage nur noch eins. 1990, darauf lege ich schon Wert, habe ich gesagt, der Staatssozialismus ist gescheitert. Jeder, der das nicht begreift, denkt übrigens in völlig falschen Richtungen. Aber der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist bloß übrig geblieben. Und das wird jetzt ständig deutlicher. Aber die Frage, was danach kommt, die ist wirklich spannend. Und die kann ich im Unterschied zum Autor noch nicht exakt beantworten. Aber ich bin gespannt darauf, das zu erfahren. Und da ich ja noch relativ jung bin, hoffe ich, das noch zu erleben. Danke. Ja, Herr Gies, ich würde nur noch eine kleine Verständnisfrage gerne nachschieben. Ich bin ja, wie einige von Ihnen vielleicht wissen, Argentinierin, habe die 89 etc. in Argentinien erlebt bis 2004. Und wenn ich mich richtig entsinne, gab es in den 80er und 90er Jahren den sogenannten Washington-Konsensus, der das gleiche Programm, das jetzt in Südeuropa auferlegt, in Lateinamerika auferlegt hat. Also es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, die Amerikaner können nicht vorgehen gegen die antineoliberalen Bewegungen, sondern im Gegenteil, der Feind, der sich in diesen Ländern auftat, war immer größer und immer mächtiger. Und gerade diese Ohnmacht zu organisieren, war die Herausforderung in der Zeit. Ja, das Problem, der Unterschied zur Zeit von Chile bestand doch darin, dass sie es in erster Linie ökonomisch und finanziell versuchten, nicht mehr unbedingt militärisch. Die Geheimdienste schalteten sie ein. Der Putsch gegen Chavez scheiterte. Das war ein neuer Umstand. So, und hier in Europa haben wir doch dieselbe Situation.
Oder sagen wir mal, noch ein anderes Beispiel. Was wir jetzt erleben in Nordafrika und im Nahen Osten, hängt doch auch mit dem Wegfall der Systemauseinandersetzung zusammen. Das ist ja nicht mehr eingeteilt. Es war ja während der Systemauseinandersetzung alles ziemlich starr. Und wenn es nicht starr war, Raketen in Kuba, dann gab es wirklich eine Situation kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Aber ansonsten war das völlig klar, die einen dürfen dort einmarschieren, die anderen dürfen dort einmarschieren, etc. Und das war abgesteckt, die Einflusssphären standen fest. Das Neue an der Situation ist doch, dass es, also ein Bin Laden wäre früher immer angebunden gewesen, entweder an den sowjetischen oder an den amerikanischen Geheimdienst. Und dann hätte der nicht durchgedreht. Und wenn er dennoch durchgedreht hätte, dann hätte er einen Unfall gehabt. So war das. Heute sind das alles frei fliegende Kräfte. Und das ist wirklich eine neue Situation. Und deshalb sage ich Ihnen zum Nahen Osten und zu Nordafrika noch was. Hätte es den Anschlag am 11. September nicht gegeben, 2001, wäre die Bewegung wahrscheinlich sogar schon 10 Jahre früher entstanden. Die hat alles gehemmt. Weil plötzlich wieder eine Art der Auseinandersetzung und der Herrschaftsstrukturen entstanden sind. Das Besondere ist nicht, dass die USA nicht versuchen, Lateinamerika so zu gestalten, wie sie es gerne hätten. Damit werden die auch nicht aufhören. Also es sei denn, sie werden dazu gezwungen. Aber die Mittel sind andere geworden. Sie können das nicht mehr so rechtfertigen, als sie mit der Gefahr des Kommunismus operieren könnten, als sie mit der Gefahr der Sowjetunion operieren konnten, auch noch militärisch, hatten sie eine andere Ausgangslage. Und man sieht es doch auch heute, jetzt haben sie den Afghanistan-Krieg geführt, den ich für falsch halte, den Irak-Krieg geführt, den ich für falsch halte, den Krieg gegen Libyen geführt, den ich für falsch halte, aber die Stimmen dagegen nehmen zu. Beim Vietnamkrieg hat das Jahre gedauert, bis es einen Widerstand gibt. Heute geht das sehr viel schneller. Ich meine, der Obama hat Wahlkampf geführt mit der Argumentation, dass er gegen den Irakkrieg ist. Sowas war ja früher in den USA völlig undenkbar. Ich meine, jetzt unabhängig von dem, was er alles macht. Ich will nur darauf hinweisen, dass sich die Strukturen verändern. Und dann gibt es noch einen Faktor, dass China immer mächtiger wird. Was daraus wird, wissen wir auch alle noch nicht. Herr Selig, nun würde mich interessieren, wie schätzen Sie die Konstellation in Nordafrika, im Nahost und die Übersprungsmöglichkeit nach Europa ein? Im Süden nichts Neues oder gibt es doch tatsächlich eine Verschiebung, eine Transformation? Also ich habe zum arabischen Frühling wirklich keine Meinung oder keine, die ich kundtun wollte, weil ich da Laie bin. Insofern bin ich sehr skeptisch, ob man da von einem Übersprung reden kann. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die, oder ich bin mir auch eigentlich sicher, dass die südeuropäischen Revolten, die sich jetzt abzeichnen, Griechenland, Spanien, da sollte man schon von Revolten sprechen. Das sind ja wirklich 100.000 Millionen auf der Straße gewesen, die sich auch nicht nur aufs Protestieren beschränkt haben, sondern die Regeln gebrochen haben, also den Ungehorsam praktizieren. Ne? Also gesagt, das stimmt. Ja, also das sind ja, ist ja auch eine wichtige Komponente, dass man eben auch das unterscheidet ja dann eben auch, das ist ja auch etwas, was das ausmacht, der Unrepräsentierbarkeit, ne? Dass man ausbricht aus den dafür vorgesehenen Bahnen. Ich halte das für ganz wichtig, dass man aus den dafür vorgesehenen Bahnen der politischen Vermittlung ausbricht. Insofern, das ist wahrscheinlich auch das Problematische an dem Vermittler in Stuttgart 21 gewesen. Das ist eine Hegung, die dann wieder stattfindet. Ne? Obwohl natürlich ihr auch dafür bin, dass man Dinge auch aushandelt, wenn man Kraft hat. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich glaube, es geht immer nur um Protest, der Nein sagt, also so ist es, glaube ich, auch nicht. Es geht schon auch darum, dann Dinge durchzusetzen und Erfolge zu haben. Das ist ja für wichtige Bewegungen auch wichtig, damit die weiter wachsen, damit das Leute sehen, es lohnt sich zu kämpfen. In der Schweiz zum Beispiel hat die Gewerkschaft, ich glaube, die Unia erfolgreich durchgesetzt, dass das Rentenalter für Bauarbeiter auf 60 gegen den europäischen Trend gesenkt worden ist. Das finde ich sehr wichtig, dass man auch konkrete Erfolge hat. Aber trotzdem finde ich wichtig, man sollte ein Misstrauen gegenüber diesen hegenden Bahnen haben. Und gut, also das Wesentliche erscheint mir, dass diese südeuropäischen Revolten im Unterschied oder ähnlich wie in Lateinamerika eine soziale Komponente verbinden mit einer Antirepräsentationsforderung, mit eben rätedemokratischen Forderungen. Ich finde auch den Einwand ganz gut und wichtig, eigentlich mal zu fragen, natürlich hat es solche Prozesse in Deutschland auch immer wieder gegeben, der DDR gegeben. Wie stark waren diese rätedemokratischen Bewegungen 89? Warum sind sie nach wenigen Wochen gebrochen worden? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich finde, da gibt es auch eigentlich gar nicht wirklich so viel dazu. Das wäre eigentlich auch nochmal ein wichtiges Diskussions- und Forschungsfeld.
Ich bin mit zwei Sachen auf jeden Fall einverstanden, die Gregor Gysi gesagt hat. Ich glaube auch, dass es ich glaube nicht unbedingt, dass das Verschwinden des Blockkonflikts so entscheidend war, aber ich glaube, dass die Feindschaft auch eine Form der Hegung ist. Also ist es nicht ganz, sollte einem irgendwie zu denken geben, dass es Linke gibt, leninistische, maoistische Linke, die in den 60er, 70er Jahren Carl Schmitt gerne rezipiert haben. Ja, Carl Schmitt als Denker des, der Feindschaft, des Freund-Feind-Denkens, der großen dualistischen Gegensätze, dass das irgendwie mit Teilen der Linken eine Verbindung hatte, das ist kein Zufall. Ich glaube, dass das ein Grund war, warum die Revolten in Venezuela, die ja eine viel schwächere Linke hatte als Land, Venezuela hatte eine viel schwächere Linke als Kolumbien etwa, dass das auch damit zu tun hat. In Kolumbien oder Peru, das habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, gab es eine systemantagonistische Linke. Ja? Und dieses, die hat viele Organisationen gehabt, aber das war irgendwie schon wieder so ein Diskurs, der sich da eröffnet hat für die Regierenden, für die Herrscher zu sagen, das ist der Feind, das ist der maoistische oder stalinistische oder kommunistische Feind, gegen den müssen wir gesellschaftlich mobil machen. Das war in Venezuela viel schwieriger. Eine These wäre vielleicht auch zu untersuchen, ob der venezolanische Putsch im Unterschied zum chilenischen Putsch nicht auch deswegen gescheitert ist, weil es in Venezuela keine organisierte Linke gab. Ja, Chile war den Soldaten klar, auf wen sie schießen müssen. In Venezuela war das den Soldaten überhaupt nicht klar, auf wen sie schießen sollten. Und dann haben die Soldaten auch angefangen, das hat natürlich auch mit der konkreten Konstellation zu tun, Chavez war selber Militär, kamen mehrere Sachen zusammen, aber ein Faktor ist bestimmt auch, da war eine diffuse Menge, das waren ihre Verwandten, und man konnte das nicht mit so einem Diskurs belegen, da stehen die Stalinisten oder die Kommunisten oder wer auch immer, die Radikalen draußen, sondern da war einfach die Masse, der war da, die Multitude oder das Volk. Ja? Also diese Hegung durch die klaren politischen Konstellationen kann für Herrschende ein Vorteil sein, offensichtlich. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man darauf verzichten sollte, sich politisch zu organisieren. Das wäre natürlich eine blödsinnige These. Und die ist deswegen auch so blödsinnig, und da hätte ich auch ein Einverständnis, dass es natürlich darum geht, und das ist sicherlich die Funktion von linken Organisationen, aber auch von linken Personen, die Diskurse, die gesellschaftlichen Diskurse zu beeinflussen. Ja? Also die herrschenden Ideologien zu hinterfragen oder auch zu brechen. Ja? Also die Vorstellung, dass die Verhältnisse so sind, weil sie so sein müssen. Das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Das wäre auch die entscheidende Funktion der Linkspartei, die da meiner Ansicht nach oft viel zu defensiv ist, einfach zu sagen, natürlich ist das völliger Quatsch, was ihr sagt. Und wir lassen uns von euch auch die Diskussionen nicht aufzwingen, weil eben so vieles wirklich dummes Zeug ist. Also ich bin immer wieder, wenn ich längere Zeit im Ausland bin, überrascht, wie sehr dieser Konsens, das Nonsens irgendwie auch funktioniert. Also auch Blätter, die wir für kritisch halten, die Süddeutsche Zeitung, da mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen kritischer Distanz fragt man sich, was steht in diesen Blättern eigentlich drin? Ist das für uns irgendwie relevant, welcher Ministerialkonflikt in der SPD oder CDU-Konflikt in der SPD stattfindet? Das hat überhaupt gar keine politische Relevanz. Warum interessiert uns das? Es gäbe so viele Fragen heute zu diskutieren, auch zur Krise. Ja? Warum reden wir immer noch über so Kleinigkeiten, ob jetzt hier die formal ein bisschen beteiligt werden sollen oder nicht? Und warum analysieren wir nicht die größeren Zusammenhänge? Natürlich ist es leichter gesagt, wie man jetzt gesellschaftlich interveniert. Das ist natürlich auch schwierig, gebe ich auch zu. Natürlich wird man auch von außen die ganze Zeit, wird einem das aufgezwungen. Ich glaube auch, dass, obwohl ich ja sonst nur begrenzt Sympathisant der Linkspartei bin, also Sympathisant will ich jetzt schon, aber ja, obwohl ich meine Probleme auch habe. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, momentan die Medienkampagne gegen die Linkspartei, wie die Debatten da auch in die hineingetrieben werden, das halte ich auch für eine konzertierte Kampagne. Ja, also ich glaube, es ist auch ein schwieriges Feld, das auf dem man sich da bewegt, ganz bestimmt. Aber ich glaube, da ist die Aufgabe. Da ist die Aufgabe von linken Aktiven, egal wo sie organisiert sind, egal wo sie tätig sind, Diskurse zu verändern, Hegemonien zu brechen. Aber eben nicht mit der großen Illusion, man könne innerhalb der Staats- und Reform der Staatsapparat, der durch Reformen so viel bewegen. Also insofern, lange Antwort auf die eigentlich sehr konkrete Frage, ob das jetzt wirklich von Nordafrika überschwappt, weiß ich nicht, aber ich finde sehr zentral, dass eben politische Formen hinterfragt werden und Dinge zurückkehren, die man eigentlich für tot gehalten hat, wie zum Beispiel eben diesen Impetus der Räte, der Vollversammlung, und dass die Leute da auch Spaß dran haben. Das ist für mich das Überraschendste. Ich bin eigentlich immer genervt von Vollversammlungen, weil ich das
aus politischer Praxis kenne, langweilig gefunden habe. Und dass die Begeisterung der Leute heute so groß ist, sich zuzuhören, das ist eigentlich was sehr Schönes, dass einem auch den Zynismus in einem so ein bisschen bremst. Denn Linke haben ja auch die Tendenz dazu, Zyniker zu werden. Das finde ich sehr schön, dass man auch wieder so ein Vertrauen darin hat, dass Dinge in Bewegung geraten, dass man auch selber dann in Bewegung gerät. Also, ich wollte, Sie haben ja schon drei oder viermal die Linkspartei erwähnt, aber wir wollten ja heute über Ihr Buch diskutieren. Ich sage deshalb dazu gar nichts, sondern nur zu etwas anderem, was mich auch in Südeuropa interessiert. Was da passiert. Das liegt doch daran, dass die Bundesregierung in Bezug auf Südeuropa eine Politik betreibt, die noch nicht einmal die Lehren aus der eigenen Geschichte zieht, wenn ich mal an das Verhalten der Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg und an das Verhalten der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg denke. Es war ja höchst unterschiedlich. Die letzte Rate für Reparation des Ersten Weltkrieges haben wir 2010 bezahlt. Ganz im Unterschied zum Zweiten Weltkrieg. Was machen Sie jetzt? Sie können erstens, es ist eine menschliche Eigenschaft, nicht aufhören zu siegen. Eine furchtbare Eigenschaft übrigens. Und das Zweite ist, dass Sie jetzt sagen, ihr kriegt nur Geld unter irgendwelchen Bedingungen zu riesigen, gar nicht bezahlbaren Zinsen, um nicht pleite zu gehen, unter der Bedingung, dass ihr alles abbaut. Die Renten, die Löhne, die Leute entlasst, die Investitionen einstellt etc. Das heißt, Sie verlangen, dass sich ein Staat ruiniert, damit er Geld kriegt. Die Folge ist, dass ein Jahr später der Staat logischerweise noch ruinierter ist. Und die Leute stellen sich eine Frage, und das führt dann zu emanzipatorischen Bewegungen. Die Frage lautet, was haben wir eigentlich von alledem verschuldet und verursacht? Wieso müssen wir das bezahlen? Wieso nicht jene, die permanent daran reicher geworden sind? Das mag ja ein bisschen schlicht klingen, aber ich kann das sehr gut nachempfinden. Wenn ich Grieche wäre und meine Rente gekürzt wird und mir geht es schon gar nicht gut, ich habe nichts gemacht bei der Finanzkrise. Was war denn mein Verbrechen? Und die 2000 Familien in Griechenland, denen 80% des Vermögens gehören, die müssen nicht einen halben Euro bezahlen. So, das wirkt jetzt alles, aber ich glaube, es sind immer solche Fragen. Und wenn das in der Bevölkerung greift, wenn die plötzlich sagen, hier stimmt was nicht, deshalb meine ich das immer, wenn du Widersprüche organisierst, die für sie nicht nachvollziehbar sind. Und da kommt nun jetzt hinzu, dass ich ganz sicher bin, dass die Bevölkerung in Griechenland das Gefühl hat, mit diesem Parlament und dieser Regierung haben sie nichts mehr zu tun. Ist eine Institution, die hat mit ihnen überhaupt nichts zu tun. Das ist dann natürlich wirklich eine hochinteressante Phase, wo nur, und das ist das Problem, keiner von uns einschätzen kann, was letztlich daraus wird. Nicht immer müssen solche Bewegungen links und emanzipativ enden. Die können auch ganz rechts und nationalistisch enden. Und da ist wiederum sozusagen große Vorsicht geboten. Insofern nehme ich ja der Bundesregierung ihre Politik noch übler, weil sie das ja ebenfalls nicht einschätzen kann, dass ihr aber scheinbar wurscht ist und sie dennoch einfach die neoliberalen Interessen der deutschen Banken und Versicherungen durchsetzt, beziehungsweise eben Frankreich, der französischen Banken etc. Und alles, was sie zur Rettung zahlen, zahlen die doch nur, damit Griechenland weiterhin seine Schulden an ihre eigenen Banken bezahlen kann. Ich meine, so einfach ist es. Und das ist ja für die Leute auch durchaus nachvollziehbar. So, und das ist natürlich... So, und deshalb denke ich auch, es spitzt sich zu und in einem, das haben Sie, glaube ich, gesagt, das ist ja auch richtig, wir wissen ja gar nicht, wann das Deutschland abfasst. Im Augenblick wird Deutschland so stabil. Die haben mit der Verlängerung der Kurzarbeiterregelung und so weiter versucht, ja die Krise einigermaßen zu entstehen. Dann haben sie Investitionsgelder zur Verfügung gestellt, was nur deshalb interessant ist, weil sie bei Griechenland, Irland, Spanien und Portugal das Gegenteil fordern. Sie sagen ja nicht, ihr müsst jetzt länger Kurzarbeitergeld zahlen, ihr müsst jetzt mehr investieren, sondern die sagen, zurück mit den Investitionen, zurück mit den Renten, zurück mit den Löhnen, zurück mit der Zahl der Beschäftigten. Die Arbeitslosigkeit hat ja enorm zugenommen. Ich meine, ein bisschen bekloppt sind sie auch, muss ich mal sagen. Denn wenn daraus ein Bruch wird, den sie ja gar nicht wollen, dann haben sie ihn dadurch einfach mit verursacht. Sie spitzen die Sache in einer Art und Weise zu, die wirklich unerträglich ist in all diesen Ländern. Und ich bin, muss ich sagen, ich bin auch stolz auf diese Bewegung in Griechenland und in Spanien. Und ein bisschen mehr dieser Mentalität könnten wir hier auch gebrauchen. Aber es entspricht nicht ganz unserer Natur. Das klingt ja, essentialistisch. Nicht ganz. Der gute Preuße kann nicht funktionieren. Ich würde trotzdem gerne Herrn Engler fragen, durch welche Erfahrungen sich eigentlich eine solche Einstellung verändern lässt.
eben, wie lässt sich Ohnmacht, Minderwertigkeitsgefühle, Sprachlosigkeit überwinden? Wie kann man es schaffen, dass Menschen die Erfahrung machen, dass es sich lohnt, aus den Bahnen herauszubrechen und andere Wege zu gehen? Ich glaube, indem sie sie machen, das ist natürlich eine tautologische Antwort auf die Frage, aber es ist möglicherweise in Gesellschaften wie der unseren, wie man sieht, man nehme 1989, 90 nicht ausgeschlossen, aber da spielen politische Traditionen oder eben gerade keine Revolution oder zu geringen Traditionen eine Rolle, aber viele andere Faktoren, offenbar schwieriger in einen solchen Prozess, sagen wir mal, der Radikalisierung hineinzukommen. Es gibt ein außerordentlich intelligentes Buch einer sowohl in New York als Tel Aviv als auch in Deutschland lehrenden und Philosophin, Soziologin, Psychologin Eva Illusch mit einem ganz furchtbaren Titel. Selten hat ein gutes Buch einen so furchtbaren, dummen Titel gehabt. Der heißt Die Errettung der modernen Seele. Man glaubt, es ist ein Erbauungsbuch. Das ist wirklich nicht der Fall. Aber es geht darum, wie in Gesellschaften wie der unseren, im Verlauf von vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, Menschen gelernt haben, in den Familien, in der Arbeit, in den privaten, in den öffentlichen Verhältnissen, ihre Gefühle auf Abstand zu bringen, zu beobachten, zu benennen, zu rationalisieren. Das heißt, gewissermaßen sich starke negative Affekte abzugewöhnen. Das gilt als Schwäche. Wer Wut zeigt, ist schwach. Wer Wut zeigt, hat verloren, weil er nicht imstande ist, sich zu beherrschen und die Funktionen zu erfüllen, die ihm eine halbwegs komplexe Gesellschaft vorgibt. Wenn das im Maßstab von vielen hunderttausend oder Millionen Menschen eingeübt wird und ein vergleichsweise selbstständiges Verhaltensmuster ist, ist der Weg vom Eindruck, den man hat, der einen im Grunde dazu bewegen müsste, mehr oder weniger konsequent oder radikal zu antworten, zu dieser Antwort, sehr viel länger, als wenn das nicht der Fall ist. Das ist eine Arbeit, die sich die Mühe gibt, das über 100, 150 Jahre zu entwickeln, die sich das in zentraleuropäischen Ländern entwickelt hat. Und ich finde es neben anderen Texten einen der überzeugendsten, der uns erklärt, warum sind die Menschen so geduldig. Es reicht ja ein Blick auf die ostdeutsche Provinz, man fahre ja von Berlin einfach 50 Kilometer in fast jede Richtung und hatte den Eindruck, ist jetzt vielleicht etwas weniger stark, ist noch vor 5 oder 10 Jahren, dass man irgendwie in einer anderen Weltgegend ist. Abwandlung jede Menge, Deindustrialisierungsprozesse, mit seiner postmodernen Lebenssituation, ein Leben, dem nichts mehr passierte. Und wo ist die Revolte? Wo ist der Protest? Wo ist das Aufbegehren? Nichts. Montagsdemos, okay. Die dann eingeschlafen sind. Die auch vielleicht hätten einen anderen Weg nehmen können. Auf diese Frage muss man ja dann doch mal irgendwie eine Antwort versuchen zumindest. Warum passiert eigentlich nichts? Angesichts von Umständen, die so desaströs sind, dass man sich von außen kommen kaum vorstellen kann, sie länger als nur 1-2 Tage zu teilen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, man kommt, oder sozusagen das Gegenstück, mit dem ich begonnen habe, das überwindet man genau dem Maß, in dem man es überwindet. Da gibt es überhaupt keinen Schlüssel zu und auch keine wirkliche befriedigende Antwort. Es gibt offenbar eine Situation, in der das, was bis gestern noch zugleich unerträglich, aber auch als unabänderlich erschien, noch immer unerträglich, aber nicht mehr unabänderlich ist. Und dann passiert irgendwas mit den Leuten. Das muss nicht notwendigerweise Hunger und Elend sein. Das kann die nicht mehr tragbare Bereitschaft seiner selbst sein, in diesem Leben weiter zu verharren. Und dann kommt man nicht umhin, sich anderen zu öffnen und sich mit anderen zusammenzufinden. Wann das passiert, wie das genau passiert, weiß man nicht, aber dieser Kapitalismus ist so krisenträchtig jetzt im Großen und Ganzen und auch so das Leben der Menschen wirklich ergreifend, dass solche Momente wahrscheinlich immer wieder passieren. Wenn ich den Titel lese, nach dem Kapitalismus, frage ich mich natürlich, wie bitte jetzt nach dem Kapitalismus? Allein das Wort hätte doch noch, Kapitalismus war doch noch vor 20 Jahren irgendwie ein Schlagwort dogmatischer Linker, die noch immer nicht verstanden haben, dass zwischen dem ökonomischen Prozess und den Lebensweisen der anderen jede Menge kulturelle, politische und soziale Vermittlungen treten, die es den Einzelnen oder jedenfalls vielen Einzelnen, vielen abhängig Beschäftigten erlauben, die Rolle, die sie im ökonomischen Prozess spielen oder eben nicht spielen, dort zu spielen oder eben nicht zu spielen, aber nicht notwendigerweise ein daraus unmittelbar ableitbares Leben zu führen. Kapitalismus heißt, dass genau das in zunehmendem Maße passiert. Kapitalismus heißt für mich Wirtschaftsgesellschaft. Also die Kolonialisierung sämtlicher Lebenssphären und Weisen durch die Imperative der Ökonomie. Und mir ist ehrlich gesagt vollkommen Wurst, ob Bewegungen staatsnäher oder staatsferner sind, die dem Einhalt gebieten, wenn sie ihm nur Einhalt gebieten.
Nun scheint es in Ihren Ausführungen so, als wäre einzig Wut ein Beweggrund für die politische Organisation. Es kann ja auch, Sie sprachen dann auch von dem Gefühl, es geht nicht weiter. Man könnte sich ja auch überlegen, ob nicht vernunftgeleitet man entscheiden kann, dass man die Bahnen verlässt, die vorgegebenen sind, weil man eben merkt zum Beispiel, dass mit dem Ende der fossilen Energie wir aus Vernunft heraus uns überlegen müssen, wie handeln wir anders. Und ich möchte da noch von einem Punkt aufgreifen, den Sie erwähnten, den der politischen Traditionen. Wenn man sich Stuttgart 21 anschaut und parallel dazu diesen Film über Joschka Fischer, merkt man, dass es ganz viele Bilder gibt in den jetzigen Stuttgart 21 Bewegungen, die Zitate sind von Startbahn West in den 80er Jahren. Und ich frage mich, ob es nicht auch in bestimmten politischen Momenten wichtig ist, Traditionen und Rituale zu erwecken, die man weitergibt von Generation zu Generation, wie eben die Montag-Demos, oder ob es nicht an der Zeit ist, auch ab und zu wieder neue Formen zu finden, die man dann weitergeben kann, die man replizieren kann. Im Falle Lateinamerikas ist es ja so, dass zum Beispiel die Arbeitslosengewerkschaften von ehemaligen Kadern der Gewerkschaften gegründet wurden und weitergeführt wurden. Ich würde jetzt gerne nochmal auf diese Rolle zurückkommen. Was können politische Parteien, was können Kader, was können politisch gebildete Menschen in einem solchen Prozess im Wissen des Scheiterns oder im Wissen der Schwierigkeiten trotzdem leisten? Und da würde ich vielleicht zuerst Herrn Selig fragen, wie beobachten Sie in Lateinamerika eben oder was erwarten Sie von diesen Akteuren der politischen Szene? Müsste Ihr Beitrag sein? Ich würde auf jeden Fall behaupten, deswegen bin ich auch kein Freund von spontanistischen Ideen oder von anarchistischen Konzepten, dass die Kaderorganisationen der lateinamerikanischen Linken bei dem neuen Aufbruch eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber eben nicht in der Genese, in der geradlinigen Entwicklung, sondern in den Übersprüngen und eben oft in den Übersprüngen aus dem Scheitern raus. Habe ich ja, glaube ich, in einer Passage auch kurz angedeutet. Also es ist mit Sicherheit so, dass es dann eben die gescheiterten Organisationserfahrungen sind. Also Leute, die versucht haben, sie bauen Vorfeldgruppen, Vorfeldorganisationen für ihre maoistischen Gruppen auf, ja, für ihre maoistische Stadtguerilla-Organisation. Das sind Caracas zum Beispiel, so eine wichtige Erfahrung. Es sind also oft diese übrig gebliebenen Linken, die dann irgendwann gesagt haben, also was wir hier politisch versuchen, ist ja völliger Blödsinn, unsere Organisationen sind blöde. Aber irgendwie haben die eben diese politische Praxis mitgebracht, diese Art, sich einzubringen, Diskussionen einzufordern, Verhalten immer wieder einzufordern und insofern dann auch ein organisatorisches Gerüst gebildet für sich spontaner formierende Netzwerke. Und dann haben sie eine sehr wichtige Rolle gespielt. Auch jetzt in Madrid. Die Alternative Linke, die in Spanien sehr marginal war, noch marginaler als in Berlin. Also nicht die nicht parteiförmig links von Izquierda Unida stehenden sozialen Basisgruppen spielen eine wichtige Rolle. Obwohl sie nicht als Gruppen auftreten dürfen. Die Bewegung Democracia Real, ja, die definiert sich ja darüber, dass die Leute nicht als Organisationen kommen, sondern nur als Einzelpersonen. Ja, weil sie sagen, jeder soll hier mit dem gleichen Gewicht reden können. Aber die bringen dann eben bestimmte Erfahrungen mit. Wie kann man Diskussionen horizontal organisieren und so strukturieren, dass dann nicht doch immer nur einer redet oder dass das nicht ewig dauert. Ja, die haben also extra, die haben ja in Madrid zum Beispiel über 100 Stadtteilversammlungen gemacht, da haben sie ja vorher also einen Leitfaden für alle geschrieben, haben gesagt, also ihr könnt eure Stadtteilversammlungen so organisieren und ein wichtiges Kriterium ist, dass ihr nach 2 Stunden aufhört, weil sonst entscheiden nur die, die den längsten Atem haben und keine Kinder zu Hause warten haben. Finde ich, also solches oder ganz einfache Handlungskriterien, wie man Zustimmung signalisieren kann, ohne sich zu Wort zu melden, damit nicht so viel geredet wird. Solche Dinge haben Leute dann eingebracht. Also insofern spielen die Organisierten oder die längerfristig Organisierten natürlich eine zentrale Rolle. Die Frage ist, lässt sich das mit dem Begriff der Avantgarden noch fassen? Ich glaube nein. Ich glaube auch schon deswegen nicht, weil der Begriff der Avantgarde immer unterstellt,
dass es sich irgendwie um militärisches Terrain handelt, dass es irgendwie diesen Wissensvorsprung gibt, der sich dann auch ummünzen muss in eine besondere Bedeutung. Und Boaventura de Sousa Santos, ein portugiesischer Intellektueller, von dem, soweit ich weiß, bisher noch nichts auf Deutsch übersetzt ist, was ich sehr schade finde, ein kritischer Theoretiker, der hat gesagt, die Aufgabe von linken Organisationen, von linken Intellektuellen, von Parteien, ist eher sowas zu sein wie eine Nachhut. Also anstatt eine Avantgarde ist man eher Garant von sozialen Prozessen. Er sagt, schlägt es im Übrigen auch für Kuba vor. Er sagt, also Kuba ist wichtig als nicht kapitalistisches Land, aber es muss natürlich grundlegend transformiert und demokratisiert werden. Und eine wichtige, die kommunistische Partei könnte schon eine wichtige Rolle spielen, wenn sie eben ihre Führungsrolle aufgeben würde und zum Garanten einer demokratischen Selbstaneignung der Gesellschaft würde. Womit jetzt nicht unbedingt gemeint, dass es da jetzt parlamentarische Demokratie entstehen soll, sondern dass eben tatsächlich die Gesellschaft selber über ihr Schicksal entscheidet. Wie kann man diesen Selbstermächtigungsprozess ermöglichen? Und da, glaube ich, ist eben entscheidend, dass wir von einem Perspektivwechsel ausgehen. Die Linke, egal ob sie leninistisch daherkam, sozialdemokratisch, selbst die anarchistische Linke, hat eigentlich stets eben aus dieser Perspektive der Führungsgruppen, der Avantgarden, der zu bestimmten historischen Prozesse gedacht. Und ich glaube, der entscheidende Moment ist der Moment der Selbstermächtigung. Das hat der Wolfgang Engler gerade auch, glaube ich, gesagt. Also indem man etwas tut, lernt man etwas und dadurch entstehen demokratische Beziehungen. Also wie können solche Selbstermächtigungsprozesse in Gang kommen? Na, eben dadurch, dass man sie praktiziert, ja. Und es gibt viele singuläre Orte, an denen das auch heute schon geschieht. Es ist ja nicht so, dass nichts passieren würde. Es ist ja nicht so, dass in unserer Gesellschaft nicht interessante Prozesse auch stattfinden. Die Gesellschaft bringt permanent Möglichkeiten ihrer Selbstüberwindung hervor. Ja, wenn sie ganz kapitalistisch organisiert wäre, würde sie auch gar nicht funktionieren. Sie funktioniert, weil eben Momente wie Kooperation, Demokratie, horizontales Reden auch noch eine wichtige Rolle spielen. Als reiner Herrschafts- und Ausbeutungsmechanismus wäre das längst kollabiert. Also insofern ist es die ganze Zeit vorhanden. Wir haben heute dieses Phänomen der Digital Commons zum Beispiel, wie schon gesagt, Open Source Software, das ist interessant. Es gibt viele andere Dinge, die man erwähnen könnte. Es ist aber auch nicht, dass das heute neu wäre. Es hat vor 30 Jahren andere Gemeingüter gegeben und andere Prozesse. Ich sage nicht, das läuft zwangsläufig darauf zu, auf den Bruch, aber ich sage, es gibt permanent die Potenziale für so einen Bruch. Und es sind nicht unbedingt die nationalen Identitäten, obwohl die natürlich irgendwie auch existieren. Aber die spanische Gesellschaft machte mir bis vor 2 Monaten einen sehr trägen, sehr entpolitisierten Eindruck. Und es gibt auch, wenn wir auf Deutschland gucken, ja auch interessante Stränge des Widerstands. Wendland zum Beispiel hat jetzt seit 30, 40 Jahren eigentlich Tradition des zivilen Ungehorsams. Sehr interessant. Also es gibt überall solche Anknüpfungspunkte. Bleibt bei meiner Antwort ein bisschen pauschal, ne? Also, aber ich denke, diese singulären Praxen weiter auszubilden, in Verbindung zu setzen und das als das Notwendige zu erachten, dann ist dann auch auf verschiedenster Ebene auch die Betätigung auf staatlichem Feld wieder sinnvoll, ja? Aber die Perspektive muss sein, solche Emanzipationsprozesse im Sinne der Kommunen, ja, die gilt es zu stärken. Es gibt wirklich gerne, vielleicht passt es, vielleicht doch nicht, hoffe ja. Es gab eine interessante Debatte, die durchaus Parallelen hat. Der Autor kommt auch vor, Michel Foucault, und mit Nico Polanz, das wird ein anderer Autor genannt, der 70er und 80er Jahre, die das linke Denken vom Staat wegführen und zu der Überzeugung bringen sollte, dass man vielleicht sehr viel mehr erreicht, wenn man sich den Mikrofeldern der Macht zuwendet. Also indem man, und das ist ja auch viel geschehen, man gucke sich mal die Schulen, die Gefängnisse, die Krankenhäuser, selbst die Arbeitsbeziehungen in Gesellschaften wie der unseren heute an, vergleiche das mit 1950er, 60er Jahren. Also sei es auch nur unter dem Gesichtspunkt der Hierarchisierung, der Autoritätsverhältnisse, der widerspruchslosen Unterordnung etc. Also es ist erheblich viel passiert, wenn man könnte das leicht an Studien über den Autoritätsverlust von Lehrern, von Polizisten etc., selbst von den berühmten Göttern in Weiß, in den Krankenhäusern, sehr leicht zur Anschauung bringen würde darin nur durchaus. Die Verfassungsrichter sind Götter geworden. Die sind Götter, okay. Das ist vielleicht nicht durchgedrungen. Und könnte darin durchaus einen zivilisatorischen Prozess erkennen. Man würde, glaube ich, nicht fehlgehen, wenn man sagt, das sind Momente eines zivilisatorischen Prozesses, der Überwindung sehr schroffer Machtdifferenziale und Unterordnungsverhältnisse. Und dass sie völlig verschwunden sind, aber mein Gott, verglichen mit unserer Schulzeit oder mit. Baby, ich bin gleich fertig. Und
so gut und so wichtig das ist, jetzt wäre der Punkt der Vernetzung aufzurufen. Wir führen diese Bewegung, Foucault selber hat versucht, Gefangene zu stärken, Zeitungen herauszugeben, an die Öffentlichkeit zu gehen, Haftbedingungen zu kritisieren. Das ist unterdessen sehr vielen Gesellschaften, Staaten geschehen. Und es hat sich erheblich etwas zugunsten derer, die krank sind, die gefangen sind, die Schüler sind etc., selbst eines Großteils der abhängig Beschäftigten, zu ihren Gunsten geändert. Ich glaube, niemand möchte zurück. Und dennoch ist das große Ganze, wenn man den Kern der Machtverhältnisse in diesen Gesellschaften beschreibt, dadurch nicht erschüttert, weil man könnte sogar die vielleicht überspitzte These riskieren, dass all diese Zivilisierungsprozesse zugleich ebenso viele Quellen der Verjüngung dieses Kernprozesses des modernen Kapitalismus waren. Sie haben ihn flexibler, beweglicher, eleganter, in gewisser Weise störungsfreier, attraktiver etc. gemacht. Sodass in der Tat auch wirklich keiner in irgendeine andere Gesellschaftsform zurück will, zumal nicht, wenn er in den privilegierten Sphären dieser Welt und dann vielleicht auch noch in den günstigen Sektoren der Wirtschaft tätig ist. Das finde ich ein interessanter Punkt, den man, glaube ich, gar nicht gründlich genug durchdenken kann. Weil da sieht man, es passiert sektoral etwas, auch vor dem Feld des Staates. Es passiert etwas zugunsten der Leute, der Mehrheit jedenfalls. Es gibt Übersprungreaktionen, also in der Tat auch Vernetzung. Es gab Diskurse, die generell das Verhältnis von Menschen in Institutionen betrafen. Und es hatte, und Kräfte sind nicht nur den Leuten, sondern auch dem System, gegen das sich ursprünglich richteten, zugewachsen. Das finde ich ja nicht gerade einen ermutigenden, aber doch einen hinreichend ambivalenten Vorgang, um daraus vielleicht mal irgendwas politisch abzuleiten. Weil es ist jetzt, wäre auch kindisch zu sagen, gut, jetzt müssen wir auf die Barrikaden gehen, wir rücken jetzt hier im Eigentumsverhältnis zu Leibe. Das ist, glaube ich, nicht der nächste Schritt, jedenfalls hier in unserer Gesellschaft. Aber diesen Prozess einfach nur weiterzutreiben und sozusagen auf dem einen Auge blind zu sein, wo man dann doch das Geschäft sozusagen des Widerparts besorgt, das ist vielleicht ist nicht militant genug. Vielleicht ist auch das eine Perspektive, die zu kurz greift, weil sie den Staat dann doch ausklammert, möglicherweise. Fragen, die jetzt die leider in den Raum stellen muss, aber ich finde, dazu die zu stellen oder sich selber vorzulegen, lädt das Buch wirklich ein von Raul Zelig. Und ich habe es nicht nur deswegen mit wirklicher Freude und Gewinn gelesen. Also ich würde gerne ganz kurz vier Thesen aufstellen. Die erste These ist, der Mensch ist so, also auf Teile des Auditoriums freuen sich ja alle schon, aber es dauert noch einen Moment, aber nur einen kleinen. Also ich wollte bloß sagen, der Mensch ist sowohl ein Individuum als auch ein gesellschaftliches Wesen. Der Staatssozialismus versuchte aus den Menschen ganz überwiegend ein gesellschaftliches Wesen zu machen und so wenig wie möglich ein Individuum. Der Kapitalismus versucht aus den Menschen eher Individuen zu machen und so wenig wie möglich ein gesellschaftliches Wesen. Die Wahrheit, glaube ich, ist, dass wir beides sind. Und ich will nur die Folge im Denken mal versuchen herzustellen. Also wenn in der DDR gemeldet wurde, dass die Landwirtschaft eine Missernte hatte, wusste ich, dass ich keinen Ersatzteil für den Lader bekomme. Weil das war völlig klar, die mussten jetzt irgendwo Weizen einkaufen und Roggen und dafür Geld ausgeben und dann hatten sie es nicht mehr dafür etc. etc. Es gibt ein solches gesamtwirtschaftliches Denken in unserer Gesellschaft nicht. Es interessiert auch gar keinen, wie die Ernte ausfällt oder nicht ausfällt. Und es hat auch keiner die Idee, dass es plötzlich dadurch irgendwas nicht gibt. Und wenn Preise steigen, dann erscheint das zufällig etc. etc. Also ich will nur sagen, kulturell müssen wir anstreben, dass der Mensch wirklich wieder beides sein kann. Sowohl ein Individuum, da haben Sie ja völlig recht mit dem, was Sie gesagt haben, als auch ein gesellschaftliches Wesen. Sonst kann es nicht funktionieren. Zweite These, Avantgarde. Eine Avantgarde, wenn sie richtig gedacht wird, entsteht sie ja durch die Bevölkerung, durch die emanzipatorische Bewegung und erledigt sich dadurch auch wieder. Das ist dann vorübergehend so. Dann spielen eben plötzlich ein paar Leute eine führende Rolle, weil sie eine Bewegung antreiben. Und wenn die Bewegung als Bewegung bestehen bleibt, dann schickt sie die auch wieder nach Hause. Dann ist das völlig okay. Das ganze Problem beim Staatssozialismus war ja, dass man die Avantgarde-Rolle festgeschrieben hat. Und wenn du die Avantgarde-Rolle einer Partei betonst, dann musst du auch innerhalb der Partei eine Avantgarde festlegen. Und dann passiert bei jeder Diktatur Folgendes, dass am Anfang die Leute, die sie beginnen, immer Ideen haben. Da verändert sich auch viel. Da gibt es dann auch eine partielle Übereinstimmung mit einer Diktatur, wenn man sagt, das war jetzt aber höchste Zeit, das war höchste Zeit. Und im Unterschied zur Demokratie geht das ja sehr schnell. Weil du beschließt, so wird sie Macht, dann wird sie Macht, muss der keinen fragen, etc.
Der Punkt ist eben, um es mal ganz einfach zu sagen, Honecker kam 46 ins Politbüro und war da noch 1989 und wäre ja auch weiter drin geblieben, wenn nicht die Bewegung gekommen wäre. Das heißt, es gibt ja keine Auswechslung. Und dadurch passiert dann Folgendes, dass weder Ideen von außen noch von unten zugelassen werden. Die gibt es nicht mehr. Und dadurch entsteht dann die berühmte, der Stillstand, die Stagnation, es passiert gar nichts mehr. Und mir ist das klar geworden, als ein Politbüro-Mitglied zu dem letzten DDR-Botschafter in Italien 1989 gesagt hat, er wisse gar nicht, was die Leute wollen. Sie haben alle eine Wohnung, sie haben anzuziehen, sie haben zu essen und zu trinken. Er hatte die Bedürfnisse der Arbeiterklasse aus den 20er Jahren korrekt wiedergegeben, aber es hatte mit dem Jahr 1989 nichts zu tun. Bloß um mal den Stillstand deutlich zu machen. Eigentum weiß ich gar nicht, ob das die Leute nicht sehen. Und zwar, wenn die Linke klug ist und die Leute versucht dort, also argumentativ auch zu beeinflussen, sich selbst natürlich auch, wo sie stehen. Was ich nicht mag, ist immer die Leute, die sagen, ich habe meine Sprache. Die hat zwar nichts mit der Bevölkerung zu tun, aber da ich ja Recht habe, wende ich meine Sprache weiter an, auch wenn mich keiner versteht. Das finde ich eine ungeheure Ignoranz und Arroganz. Während zum Beispiel, wenn du den Beschäftigten bei Nokia sagst, gut, der Staat hat Nokia Geld gegeben, dann haben die ein Werk aufgemacht, haben so und so viele Leute beschäftigt und Nokia hat dann nach Fristablauf sich entschieden, umzuziehen. Da wird ja kein Beschäftigter gefragt. Hätten wir Miteigentum begründet, so kannst du die Eigentumsfrage bei den Leuten stellen. Und zwar zu etwas über 20% für euch, gibt es übrigens bei Stahlwerken im Saarland über eine Stiftung, ist ganz egal, dann hätten sie euch fragen müssen, ob ihr gerade Lust habt, umzuziehen. Und wenn ihr alle gesagt hättet, ja, wir wollten sowieso nach Rumänien ziehen und so weiter, dann wäre das Ganze auch passiert. Wenn ihr merkwürdigerweise gesagt hättet, nein, ihr wollt nicht nach Rumänien ziehen, hätten sie nicht umziehen können. Nur ein Miteigentum hätte euch gerettet. Du kannst doch ein zweites Argument benutzen. Aber du musst es so konkret machen. Sonst geht es nicht. Nicht abstrakt. Und dann musst du noch ein zweites Argument und sagst, wenn ich ein Mitbestimmungsrecht im Gesetz einführe, falls ich die Möglichkeit dazu hätte, das kann eine andere Mehrheit sofort wieder aufheben. Eigentum wird man so schnell nicht los. Das ist eine viel sichere Garantie für bestimmte Entscheidungsrechte. Und nun zum modernen Kapitalismus. Ich glaube, was wir gegenwärtig in unserer Gesellschaft erleben, ist die Auseinandersetzung zwischen der Union und den Grünen zu der Frage, ob wir einen konservativen oder einen moderneren Kapitalismus wollen. Jetzt definiere ich mal den moderneren Kapitalismus der Grünen noch nicht bei der ökologischen Frage, sondern zunächst nur bei zwei anderen Fragen, um das deutlich zu machen, dass das natürlich gewaltige Fragen sind, aber wo auch die Grenzen sind. Die Grünen sagen doch im Kern, wir verlangen, dass Frauen nur so ausgebeutet werden wie Männer. Das wäre aber schon gewaltig, denn Frauen wären deutlich mehr ausgebeutet als Männer. Und das wollen sie nicht mehr. Aber sie wollen nicht die Ausbeutung aufheben. Sie wollen nur sagen, Frauen sollen wirklich gleichberechtigt sein. Das heißt, sie dürfen so ausgebeutet werden wie Männer, aber nicht mehr. Und dann sagen sie zu Menschen mit Migrationshintergrund, ihr dürft so ausgebeutet werden wie Deutsche, aber nicht mehr. Beides wäre ein beachtlicher Fortschritt, hat aber mit Überwindung von Grundstrukturen zunächst nichts zu tun. Aber dass es keine Relevanz hat, darf man auf gar keinen Fall sagen. So, nun versuchen sie eine ökologische Umgestaltung und zwar ohne eine kulturelle und ohne eine soziale. Und damit sind enge Grenzen gesetzt, die ökologische Umgestaltung kriegst du so gar nicht hin. Und deshalb ist der Kampf zwischen der Union und den Grünen um einen konservativen oder modernen Kapitalismus ein spannender, aber natürlich einer, der mir überhaupt nicht genügt. Weil ich möchte gerne weitergehende Antworten haben, die darüber hinausgehen. Und dann erleben wir letztlich etwas, das will ich auch nur sagen, in einer repräsentativen Demokratie, bei aller Krise auch der Repräsentanz, passiert ja Folgendes. Wenn Leute sich gar nicht mehr vertreten fühlen, dann kann sogar erfolgreich eine Parteigründung stattfinden wie die der WASG. Das lag aber nur an der Art der Politik der SPD. Dadurch entstand da eine Lücke. Eine Lücke. Und zwar, dass die sagten, ja, ich wollte ja mehr soziale Gerechtigkeit, jetzt habe ich die Sozis gewählt, kriege weniger soziale Gerechtigkeit, kriege die ganze prekäre Beschäftigung, was mache ich denn jetzt? Die sind ja nicht auf die Idee gekommen, zur PDS zu gehen, worüber die man nachdenken könnte, sondern dann haben sie halt eine eigene Partei gegründet. Und damit füllst du
eine Lücke in der Repräsentation aus. Das ist aber noch keine emanzipatorische Bewegung. Aber es ist nicht unwichtig. So, und deshalb sind das alles spannende Vorgänge, kann ich nur sagen, die dort passieren und die vieles deutlich machen muss. Die Linke muss auch immer eins begreifen, es gibt Zeiten, da bewegt sich eben nichts. Aber du musst um einen anderen Zeitgeist kämpfen. Und deshalb möchte ich noch drei Bemerkungen machen. Die soziale Frage, die sind aber ganz kurz, sind bloß drei Sätze. Die soziale Frage war im Zeitgeist Deutschlands erledigt. Erledigt. Es ging nur um Flexibilisierung etc. etc. Das war modern. Und dann saß die stellvertretende DGB-Vorsitzende bei der Christiansen und die tat mir richtig leid, weil sie versuchte mit früheren Vokabeln irgendwas zu retten und sie wurde nur verarscht. Das Zweite ist, das hat sich geändert. Und zwar nicht nur, weil sich die realen Verhältnisse geändert haben, sondern weil wir einen neuen Zeitgeist auch durch bestimmte Aufklärungsprozesse bekommen haben. In dieser Hinsicht. Und solche Beispiele gibt es mehrere. Deshalb sage ich, der Kampf um den Zeitgeist ist meines Erachtens etwas Wichtiges. Denn gegen den Zeitgeist erreiche ich nie eine emanzipatorische Bewegung. Sondern das muss sich widerspiegeln. Und das passiert bei uns ungenügend. Aber immerhin, ja doch, es gibt Momente, wo die entstehen. Und das ist, wenn man so will, im Kern auch unsere Verantwortung und unser Versuch. Und ja... Deshalb sage ich mal, ich fand das Buch ja auch spannend. Ich fand übrigens einen Satz besonders schön, dass wenn man was Bestimmtes macht, steht da, dann ist das, kriegt man eine Kriegserklärung des Kapitals. Und dann kommt sein unpolitischster, aber wie ich doch finde, schönster Satz, die Frage ist jedoch, ob man sich auf solche Kriegserklärungen annehmen muss. Das weiß ich auch nicht. Aber ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wir stehen jetzt vor einem kleinen Umbruch in diesem Raum. Herr Gysi und Herr Engler werden uns verlassen. Wir werden das Gespräch weiterführen. Ich würde doch Herrn Selig noch zu allerletzt ganz kurz bitten, auf die beiden letzten Eingebungen ein Schlusswort zu sagen. Oder wir vertagen uns auf die Diskussion. Mir fällt nur ein Satz noch ein zu der Kriegserklärung. Das ist ein bisschen, um das verständlich zu machen. Natürlich befindet man sich in einem tiefen Konflikt. Und es gibt natürlich nicht nur Widersprüche, sondern auch antagonistische Widersprüche. Insofern muss man auch die Kampferklärung annehmen. Und dieses Buch ist ja auch ein radikales Buch. Insofern, glaube ich, ergibt sich das aus dem Text. Aber warum ich diesen Begriff der Kriegserklärung, warum ich wichtig finde, davon sich abzusetzen, hat einfach damit zu tun, dass es in der Vergangenheit stets Militärlogiken in der Linken gab. Ja? Und ich glaube, dass das ein Feld ist, auf dem wir fast immer verlieren. Ist ja auch logisch, warum. Und insofern kann es manchmal auch die schlauere Strategie sein, sich diesen militärischen Logiken, diesen dualistischen Logiken zu entziehen und eben stärker auf Logiken der Differenz zu setzen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Widersprüche gäbe oder dass nicht eine politische Seite einem dann auch als Linken den Vernichtungskrieg erklärt. Denn das ist ja tatsächlich in der Geschichte mehr als einmal geschehen. Nur die Frage ist, wie antwortet man darauf? Eine Kriegserklärung bedeutet auch, dass man mit den gleichen Mitteln reagiert. Und ich denke, da ist Skepsis angebracht. Nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch aus Gründen des Erfolgs. Aber darf ich noch einen Satz hinzufügen, obwohl wir eigentlich schon weg sind? Man kann Kriegserklärung oder nicht, aber man kann diesen Moment der neuen Dominanz dieses Kapitalismus nicht auf einen Tag und einen Monat, aber doch auf einen Zeitpunkt eingrenzen. Und zwar, die Zäsur liegt ziemlich präzise am Übergang von 1970er zu den 1980er Jahren. Man kann bis dahin, die 1950er, 60er und 70er Jahre sind, um es nur etwas schematisch zu sagen, wenn man jetzt drei Kurven hier projizieren würde, nämlich die Kurve des Produktivitätsgewinns, der Unternehmensgewinne und der Reallöhne, dann würde man sehen, dass diese vier Jahrzehnte lang ziemlich parallel verlaufen. Und in jeder Gesellschaft, die der unseren gleicht, gibt es ab Beginn der 1980er Jahre und dann rapide ein Auseinanderdriften. Die Kurve der Produktivität flacht ab, liegt noch bei 2-3%. Die Unternehmensgewinne liegen weiter drüber und die Reallöhne liegen darunter mit einer Tendenz zur Stagnation oder sogar zur Rückläufigkeit. Das ist in sämtlichen Ländern passiert. Ein völlig neues Muster von Kapitalisierung. Es gibt eine These, die sagt, bis dahin hätten wir einen partizipativen Kapitalismus gehabt.
Der war auch kooperatistisch und ein bisschen unerträglich, ein bisschen sehr fest, ein bisschen sehr fixiert. Und danach haben wir eben den, den wir haben. Warum sage ich das? Ich sage das, weil das ist gewissermaßen die Kriegserklärung dieses ökonomischen Systems an die Gesellschaft. Weil da sie zerfallen. Und diesen Zerfall wohnen wir noch immer bei. Er geht noch immer weiter. Es wird noch immer infinitesimaler, noch immer differenzierter, noch immer mehr Sonderlagen entstehen. Und es wird demgemäß einerseits immer schwieriger, da herauszukommen und Gemeinschaften und Reflexionsformen zu bilden und andererseits auch immer unentrinnbarer, weil auf mich zurückgeworfen kann mein Leben nur misslingen. Also muss ich über mich hinausgehen. Aber diese Session, diese Zäsur finde ich, die ist, man kann sie so überwältigend veranschaulichen, dass man sieht, dass eine, die, das eine Muster von Kapitalismus wird abgelöst durch ein anderes, und zwar weltweit. Und da, wo das Muster noch am wenigsten Versprechen einlöst, bin da gleich fertig, da, wo das Muster am wenigsten einlöst, kracht es auch am meisten. Das finde ich schon einen interessanten Punkt. Da ich mich auch selber gerne reden höre, sage ich mal noch ein Beispiel, diese Umverteilung von unten nach oben, die wir erleben und die ja auch zu den Gefühlen der Leute fühlen, dass etwas nicht stimmt. Und die hören ja nicht auf, die gehen ja weiter. Aber jetzt will ich Ihnen nur ein praktisches Beispiel sagen, weshalb ich es so wichtig finde, in der Politik übersetzen zu können. Also es gab eine Steuerreform von Schröder, und zwar bestand die darin, dass die Kapitalgesellschaften bei Veräußerungserlösgewinnen keine Steuer mehr zu bezahlen mussten, während der Steuersatz für Inhaberunternehmen sich verdoppelt. Ich kann das so sagen im Bundestag. Wenn ich das so sage im Bundestag, kann die Lidl-Kassiererin damit nichts anfangen. Ich will die ja in dem Moment auch nicht erreichen. Wenn ich sie aber erreichen will, falls sie zufällig zusieht, dann muss ich das anders sagen. Dann sage ich also nochmal ganz langsam, damit ich es auch verstehe, sage ich, dann war es doch unter Kohl so, dass wenn die Deutsche Bank was verkaufte und einen Kaufpreis bekam, musste sie darauf eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister was verkaufte und einen Kaufpreis bekam, musste er darauf eine halbe Steuer bezahlen. Und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nicht mehr bezahlen muss und der Bäckermeister das Doppelte. Wissen Sie, was dann passierte? Deshalb erzähle ich das nur als Randen. 20 SPD-Abgeordnete nach vorne zu ihrem Fraktionsvorsitzenden und fragten, ob das stimmt. Ob das ist, was sie in einer halben Stunde entscheiden. Deshalb glaube ich, in der Politik bleibt die Übersetzung sehr wichtig. Ja, vielen, vielen Dank, Ramos Zelig, Wolfgang Engler, Gregor Gysi für diesen Gedankenaustausch, der jetzt aus meiner Sicht noch stundenlang weitergehen könnte.